Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hi82 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Ja, eigentlich muss ich guten Morgen sagen, denn es ist kurz vor 7 Uhr. Ich komme gerade vom Nachtdienst, ja, und war gestern Abend noch kurz vor meinem Dienst noch schnell beim Mediamarkt. Und was erblicken da meine müden Augen? Das X-Men Dark Phoenix Steelbook auf Blu-ray und auch in der UHD-Version und habe jetzt mal die UHD-Version mitgenommen, mal gucken, wie das Bild ist. Und ja, der Film wurde ja wirklich zerrissen von den Kritiken und auch von, ja, von den Fans eigentlich. Also er ist nicht gut abgeschnitten worden. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wird auf jeden Fall jetzt demnächst gleich mal im Play landen, wenn ich eben mein Nachtdienstrum habe. Und ja, bin auf jeden Fall trotzdem gespannt, denn ich mag die kompletten X-Men-Filme eigentlich schon sehr, sehr, vor allem auch natürlich die neuen jetzt hier mit, mit Michael Fassbender und auch mit James McAvoy. Die machen ja Sachen wirklich sehr gut, aber wie gesagt, hier ist wohl wirklich ein bisschen ja, Story flöhen gegangen durch eigentlich die Schnittfassungen, aber ich lasse den Film überraschen und mal gucken, wie mir der Film gefällt. Wie gefällt euch der Film? Lasst ein paar Kommentare, da würde mich freuen. Und ja, für 114 Minuten ist der Film wirklich eigentlich recht kurz gehalten für einen X-Men-Film. Denn die meisten gehen so 120 Minuten bis 130 Minuten. Der ist ja recht kurz. Auf der 4K-Version haben wir dann nur ein Dolby Atmos auf Englisch drauf. Ansonsten haben wir Deutsch und Französisch auf 5.1 DTS-Tonspur drauf. Natürlich mit Unmengen an Untertiteln. Und auf Blu-ray haben wir hier nur eben auch eben 5.1 DTS Sound. Ja, so schaut es aus und ich muss gestehen, also von der Ferne schaut es wirklich gut aus. Hier eben vorne drauf der dunkle Phönix zu sehen. Wir haben hier auch keine Brillung vorhanden, ist auch sehr schade. Und würde mal sagen, wir machen einfach mal das Steelbook auf und dann gucken wir uns mal das Steelbook ganz genau an. Und es ist eigentlich ein mattes Steelbook und auch von einer Prägung suchen wir hier leider sehr viel, sehr lange danach. Und dann machen wir hier mal die Klebchen natürlich. Klebchen ist natürlich völlig klar. Und Nummer 1 haben wir weg. Und Nummer 2 haben wir weg. Das schaut schon mal gut aus. Aber hier oben. Hier oben ist ein spannendes. Ja. Abbekommen und hier auch abbekommen. Wunderbar. So, okay, hier nochmal die Banderole. Ab 12 Jahren ist er freigegeben. Hier eben die HDR-Version und hier eben die Inhaltsangabe zu dem Film. Einfach mal auf Pause drücken, wem es interessiert. Und natürlich die ganzen technischen Daten, Extras und hier nochmal die ganzen Tonformate. Einfach mal hier auf Pause drücken, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal mehr. Ja, und hier oben mal eben die Ultra 4K Ultra HD Steelbook Version. Dasselbe Artwork gibt es auch nochmal in der ganz normalen Blu-ray Version ohne 4K. Ja, und jetzt zu dem Steelbook an sich. Also das Bild gefällt mir leider überhaupt nicht, beziehungsweise es gefällt mir schon. Aber es ist halt einfach extrem pixelig. So von der Ferne fällt es auf, aber umso näher du hingehst, dann sieht man mal, wie schlecht eigentlich dieser Druck ist von diesem Steelbook. Entweder soll das so sein, aber ich finde dieser Druck von diesem Phoenix extrem schlecht. Pixelig, unscharf, also wirklich nicht sonderlich schön. Aber das Steelbook muss natürlich her, weil ich auch die ganzen anderen Steelbooks auch habe von X-Men. Aber hier wirklich war, also hier ist das Steelbook wirklich nicht sonderlich schön gemacht worden. Also der Druck vorne drauf schaut echt bescheiden aus. Guckt euch auf jeden Fall mal an im Laden erstmal. Dann haben wir hier einmal den Spine X-Men Dark Fate. Dark Phoenix. X-Men Dark Fate kommt erst. Nein, Terminator Dark Fate meine ich jetzt eigentlich hier. Und hier dann der Spine. Der Rückseite schaut so aus mit einem ja, feurigen X. Auch da hätte man ein bisschen mehr machen können. Und um das Marvel-Logo und das 20th Century Fox-Logo. Und ist aber auch dann der letzte Film von 20th Century Fox. Danach geht es ja auch mit zu dem Marvel Universe über. Ja, machen wir hier auf. Und dann haben wir hier
Einmal noch ein bisschen Werbung für Ultra HD. Und hier haben wir schon mal die Ultra HD nochmal ohne weiteren Aufdruck. Und dann hier nochmal dann die Blu-ray Disc. Die schaut hier auch so aus. Und dann haben wir ein richtig cooles Innenmotiv. Das gefällt mir da ganz gut. Ist auch nicht so ganz scharf, aber das schaut wirklich sehr cool aus. Hier nochmal in Feuer und Flamme die Charaktere. Und das schaut schon mal sehr, sehr schick aus. Oder was meint ihr? Ja, das war das Steelbook zu X-Men Dark Phoenix. Kommt am 17.10. eben im Heimkino raus. Unser Mediamarkt hat schon gehabt, also einfach mal bei unserem Mediamarkt oder bei eurem Mediamarkt vorbeischauen. Eventuell sieht es auch schon aus. Eventuell habt ihr Glück. Und ja, wie gefällt euch der Film oder das Steelbook? Wie gesagt, das Steelbook ist jetzt nicht so unbedingt das, ja, ist unterer Durchschnitt, muss man dazu mal sagen. Jetzt, also hätte man wesentlich schöner machen können. Aber natürlich, wenn man alle X-Men-Teile im Steelbook hat, muss natürlich auch in diesem Steelbook her. Und von daher mal gucken, wie mir der Film gefällt. Ja, das war's von mir. Und wünsche euch einen schönen Tag für euch alle und man sieht sich beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und Beep.